Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Randall's Monday. Wundert euch nicht, dass ich jetzt hier stehe. Ich hab die letzte Aufnahme weggeschnitten ein bisschen, weil ich halt in dem Part nur noch herumgelaufen wäre und nichts Produktives gemacht hätte. Und ich dachte mir so, nee, davon hatten wir erst zwei Parts. Wie ihr seht, ich habe das Radio wieder genommen von dort. Ich denke mal, das ist nicht schlimm. So, weil ich konnte es wieder mitnehmen und der Typ ist ja eigentlich eh egal jetzt. Und ja, ich wusste nicht mehr, was ich jetzt machen sollte. Bin halt nur noch herumgeirrt, habe alles mit allem ausprobiert. Und ich muss die Wasserpistole auf dem Penner benutzen. Und ich war der festen Überzeugung, dass ich das schon gemacht habe. Hab also nachgeguckt dann nach dem Part. Nachdem ich halt rumprobiert habe, so. Dann, ja, nach dem Part. Ja, nach dem Part noch ein bisschen offscreen rumprobiert. Und dann habe ich das halt gemacht. Und dann habe ich beim Schneiden nochmal in dem Part nachgeguckt. Und ich habe es wirklich nicht gemacht. Und ich war komplett baff. Deswegen habe ich das jetzt weggeschnitten und wir machen einfach normal hier weiter. ETF, ey. Was ist das, Junge? Willst du mir dein neues Spielzeug zeigen? Ja, und ich werde dich sehr bald grillen. Verstehe. Und warum glaubst du, dass du das schaffen könntest? Weißt du noch? Mein Spielzeug? Das verschießt Wasser. Nein! Ich komme wieder! Ja, klar wirst du das. Gegrillter Penner. Im Leben nicht. Ding. Komm zu Papa. Puh. Endlich habe ich dich, du Fieser. Jetzt muss ich nur noch... Warte mal. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll. Ich hoffe, ich muss den nur zurück im Metz Geldbeutel tun und mich dann dumm stellen, damit alles wieder normal wird. Wenn ich den allerdings in einen Vulkan am anderen Ende der Welt werfen muss, schmeiße ich ihn lieber gleich hier weg. Mein Gott, was ist passiert? Matt ist tot. Er hat sich mit einer Schere in den Kopf gestochen und hat sie dann so lange umgerührt, bis... Okay, den Rest will ich gar nicht hören. Warum tut jemand nur sowas? Ich bin so alleine. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn anfangen soll. Oh Mann. Alles klar. Tut mir leid, ich wollte gerade... Bist du beschäftigt oder so? Tja, naja, Ich brauche jetzt einen guten Freund, Randall. Bitte! Okay, in Ordnung. Wo bist du gerade? Bin gerade im Claytons angekommen. Okay, ich bin in der Nähe. Bin gleich da. Okay. Ich warte. Okay. Ich hinterte kommen wir nicht, von ne? Hier aus kriege ich. Okay. Oh nee. Sieh mal einer an. Oh nö. Wenn das nicht der berühmte Mr. Hicks ist. Da können Sie schleimen, wie Sie wollen. Sie kriegen keine Autogrammkarte von mir. Genauso verachtenswert, wie ich gedacht hatte. Weißt du, in der Recycling-Richtlinie steht, dass man Müll trennen soll. Aber ich sehe, dass du und Miss Thompson lieber zusammen sind. Was zum Geier wollen Sie damit sagen? Ich will nicht, ich tue es. Die Leiche von deinem Freund ist noch warm und dir fällt nichts Besseres ein, als seine Freundin auf ein paar Drinks einzuladen? Hä? Du bist Abschaum. Er ist noch nicht mal 2 Stunden tot und ihr telefoniert euch hier zusammen und feiert schön. Seid beim nächsten Mal vielleicht etwas diskreter, ja? Und merkt dir meine Worte. Ich krieg dich. So oder so. Ich bring dich hinter Gitter. Verstehst du? Ich kann dich nicht ausstehen. Ich kann dein Gesicht nicht ausstehen. Ich muss dir dein Leben zur Qual machen. Das ist wie eine Sucht. What? Wissen Sie, ich glaube, Sie haben zu viel Zeit. Haben Sie keine Hobbys? Du bist mein Hobby, Junge. Du bist mein Hobby. Okay.
Ich habe nicht das geringste Interesse an einem Gespräch mit dem Typen. Der nervt. ETF! Sie hat uns angerufen. Wo ist sie? Wo ist sie? Oh, da ist Sally. Tja, ich weiß gar nicht, wie du dich fühlen musst. Nur ein bisschen schwindelig. Habe eigentlich nur 2 Drinks gehabt. Oder 3. Oder... Hey, doch ein paar bist mehr. Du getrunken? Kann ich mitmachen? Na gut, mach nur. Also, sie hat mich 3 Wochen nicht mehr angegrummelt. Nur weil ich ihn Eddie Monster genannt habe. Du, bitte hör auf. Wenn ich noch ein Wort über diesen Mord überhören muss, werde ich ihn jagen und erschießen müssen. Tja, viel Glück dabei. Er sieht zwar echt doof aus, aber ist ein erfinderischer kleiner Drecksack, der Typ. Und deswegen brauche ich das Armband wieder. Was? Ein Armband? Aber, warte mal. Habe ich das nicht schon zurück? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Alles klar. Hab ich? Ich glaube, wir haben genug. Ja, Matt wäre stolz auf uns. Matt? Oh, scheiße. Oh, Tag 5, Montag. Bis das die Magnumatic uns scheidet. Oh. Oh, was? Was ist passiert? Ach, komm schon. Was ist denn hier los? Erinnerst du dich wirklich an gar nichts mehr? Mann, das war wirklich super romantisch. Oh, scheiße. Wach auf, Randall, wach auf. Ist schon wie ein Traum, oder? Als du mir den Ring gegeben hast, dachte ich, du spinnst doch. Ich hab dir also den Ring gegeben? Ging alles ziemlich schnell. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du gar nichts mehr weißt. Und was ist mit Matt? Ach, weißt du, das hatte eh alles keine Zukunft. What? Ich hab mir schon immer gewünscht, dass du mir einen Antrag machst. War vielleicht nicht so nett, das vor seinen Augen zu machen, aber vielleicht ist es so das Beste. Ich glaub's nicht, hat zu sehr. Ich glaube, das ist ein riesen Missverständnis. Weißt du, der Ring, den du da trägst, kein gewöhnlicher Ring. Hör zu, Sally, ich glaube, das ist ein Riesenmissverständnis. Ja klar, ich hatte ja ganz deutlich gesagt, dass ich wassermelonenrote und limettengrüne Kleider für meine Brautjungfern will. Nicht Erdbeere und Minzgrün. Aber das kommt schon mal vor. Ja, ja. Übrigens musst du deinen Anzug anprobieren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dafür Zeit habe. Was soll das heißen? Ich muss mich um Millionen Sachen kümmern und du hilfst mir kein bisschen? Natürlich nicht. Ich will doch nur, dass du deinen scheiß Anzug anprobierst. Ist das vielleicht zu viel verlangt? Okay, ich schau mal. Schon besser, Baby. Es wird ein wunderschönes Hochzeitsfest. Oh Gott, ich glaub's nicht. Ich auch nicht so ganz. Ist schon irre, oder? Wir müssen anfangen, die Hochzeit zu planen. Oh, die Hochzeit. Ja, klar. Die Zeremonie, die Blumen, das Essen, die Musik, die Dekoration, den Pfarrer, die Flitterwochen. Wir müssen sofort anfangen. Was? Wir haben eine Menge zu tun und alles muss perfekt sein. Das ist der wichtigste Tag meines Lebens. Da darf nichts schiefgehen. Es ist bereits alles schiefgegangen. Was? Ach, Randy, sag doch nicht sowas. Randy? Echt jetzt? Randy? Jetzt werd nicht gleich so grummelig. Ich weiß, dass es dir gefällt. Weißt du, der Ring, den du da trägst, das ist kein gewöhnlicher Ring. Ja, stimmt. Der ist wunderschön. Und ganz allein meiner. So glänzend. Glaub nicht, dass mir der Anblick je langweilig wird. Sally, du bist heute echt komisch.
Ich glaube, der Ring verändert dich. Ja, logisch, Dummerchen. Das ist das Eheversprechen. Außerdem bin ich wegen der Hochzeit etwas nervös. Nein, im Ernst. Zieh den Ring lieber ab. Sehr witzig, Randy. Ich nehme den nicht ab. Das ist kein Witz, Sally. Nimm ihn ab, bitte. Nein und nochmals nein. Hör auf damit. Weißt du, Matt macht mir Sorgen. Matt? Warum? Muss ich das wirklich erklären? Oh, Liebe kommt, Liebe geht. Sowas passiert jeden Tag. Sally, kennst du Matt wirklich so schlecht? Du weißt, wozu er fähig ist. Was soll der schon anstellen? Sich einfrieren? Matt ist ein Schwätzer. Randy ist ein Macher. Vielleicht nicht gleich einfrieren, aber irgendwas wird ihm schon einfallen. Du machst dir zu viele Sorgen. Aber dass dir deine Freunde so wichtig sind, ist echt süß von dir. Ja, bin gleich wieder da, Süße. Okay, aber verlassen Sie nicht das Land oder wir müssen Sie umlegen. Geht klar. Was zur Hölle ist das? Was? Ich brauche nicht noch mehr Details über letzte Nacht. Scheiße. Wie zur Hölle ist das passiert? Na, das nenne ich ja mal ein Clusterfuck. Ich muss Matt finden und ihm erklären, dass das nur ein Missverständnis ist. Haben wir hier irgendwas Neues? Nee, ne? Regale, Buchstützen, grünes Kraut. Nee, aber die Zeitung. Matt, wie er leibt und... naja. Wahnsinniger terrorisiert Nachbarschaft. When upset, the established order and everything becomes chaos. Ich bin gerade etwas... ja. Oh, hey, Mr. What? Mrs.? Marconi? Was ist los, was? Junge? Du schaust, als hättest du mich noch nie gesehen. Naja. Reiß dich zusammen, Junge. Du wirst schließlich mein Schwiegersohn. Oh, echt jetzt? Hören was? Sie, wegen der Miete, ich... Lass mal, mein Sohn. Jetzt, wo wir eine Familie sind, brauchst du dir um die Miete keine Sorgen mehr machen. Konzentrier dich mal ganz auf die Hochzeit. Was? Ich glaube, mein Hirn kann das alles gar nicht so richtig verarbeiten. Meins auch nicht. Ich glaube, mein Hirn kann das alles gar nicht richtig verarbeiten. Ach, du hast nur kalte Füße, Junge. Das ist normal. Sieh mal, es ist doch bloß der Anfang eines ganz neuen Lebens. Ich glaube, mein Brustkorb explodiert gleich. Mann, Hicks, dein Humor gefällt mir immer besser. Warte erst mal, bis du Sally den Kirchengang runterkommen siehst. Was ist anders an ihm, Mr. Mrs. Marconi? Oh, schönen Dank für die Blumen, mein Lieber. Neue Frisur, gefällt's dir? Klar, sieht scharf aus. Ich will an eurem großen Tag umwerfend aussehen. Na, das klappt ja schon mal. Mich haut's gleich aus den Socken. Die frohe Erwartung bringt dich fast um, was? Oh ja. Ich muss jetzt mal los, einen Anzug besorgen. Ich will richtig gut aussehen. Braver Junge. Eine Ehe ist nichts anderes als jede andere Beziehung auch. Man bekommt heraus, was man investiert hat. Merkt ihr das? Mann, was für eine üble Scheiße. Wie kommt Sally in mein verdammtes Scheißbett? Und was war das für ein Monster im Hausflur? Oh, fick mich seitwärts. Naja, ich muss unbedingt mit Matt reden und alles klarstellen. Fick mich seitwärts. Holy fuck moly, Alter. Was haben wir alles noch an Stuff? Alles. Nee, nicht alles.
Irgendwas fehlt. Ne, die Zeitung ist jetzt einfach nur auf dem anderen Fleck, glaube ich, ne? Ja, die Zeitung ist nur jetzt hier. Okay. Ich bin gerade, also ich... What the fuck? Ich komme nicht... Yes! Der Teleskop-Endbügel. Das Ding sollte ich mir patentieren lassen. Ist echt cool. Ist echt so, Alter. Ich will auch so ein Ding. Ich kann das nicht, glaube ich, die ganze Zeit bei mir rumschleppen. Ach Gott, ey. Was passiert hier in diesem Spiel? Das Spiel ist komplett... Weiß ich nicht. Komisch. Gerade irgendwie. Also ich weiß nicht, was ich... Nee. Alter. Oh, der kleine Junge, alles klar. Dem reden wir doch gerne nochmal. Der Hotdog-Verkäufer. Hallo. Hallo, Großer. Da hast du aber einen super Luftballon. Das ist meiner. Den kriegst du nicht. Du bist doof. Was? Ich will den scheiß Luftballon nicht. Gib dir mal einen Tipp, du sollst nicht wahllos Leute beleidigen. Okay, dann mache ich mich immer auf die Socken, okay. Ah, ich will deinen scheiß Ballon nicht. Ich will deinen scheiß Ballon nicht. Nicht schon wieder. Oh, nicht schon wieder. Mir geht gleich die Geduld aus. Mir geht gleich die Geduld aus. Du willst es wohl auf die harte Tour. Du willst es wohl auf die harte Tour. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritz. Du bist doof. Ich geb dir mal einen Tipp. Du solltest nicht wahllos Leute beleidigen. Du bist hässlich. Besonders, wenn deiner Mama dir nicht helfen kann. Du bist hässlich und doof. Wenn du es sagst, Kleiner. Ich hab dich aber gewarnt. Soll das eine Drohung sein, Arschgesicht? Nur eine Warnung. Für mich klang's wie eine Drohung. Entschuldige dich. Oh. Sag Entschuldigung, Affenfresse. Autsch, okay, okay, tut mir leid. Schon besser, du Lutscher. Okay, alles klar. Okay, dann mache ich mich mal auf die Socken, bevor ich mir bei dir was weghole. Hey. Hey, morgen. Guten Morgen. Willst du einen Luftballon? Klar. Sind die umsonst? Sehe ich aus wie einer, der was zu verschenken hat? Weiß nicht. Hast du nicht früher Hotdogs verkauft? Das ist leider Geschichte. Einst bedachte mich die Hotdog-Gottheit mit ihrer Gnade. Bei mir gab's die besten Hotdogs der Stadt. Aber eines schicksalhaften Tages wurde ich verflucht. Und seitdem... Mal langsam, Kumpel. Ich hab das Monopol auf Flüche. Da musst du dir schon eine bessere Ausrede einfallen lassen. Wie bitte? Ich sagte, ein Hotdog mit allem bitte. Du hast mir wohl gar nicht zugehört. Wie bitte? Ach, ich hasse Menschen. Da sind wir schon zwei. Also... Was müsste ich tun, dass du mir ein paar Luftballons schenkst? Tja, du könntest mich vielleicht umlegen. Wäre das nicht eine Nummer zu hart? Find's schon eine Nummer zu hart, einfach so nach gratis Luftballons zu fragen. Entweder du legst mich um und nimmst dir einen, oder du bezahlst. Überleg's dir. Ich wollte eigentlich niemanden killen. Schlauer Junge. Ist das eine Heliumflasche? Wie sollte ich sonst die Ballons aufblasen? Das weiß ich. Du bist der Fachmann. Eben. Und ich sag dir, das ist Helium. Warum hast du denn nicht so eine quietsche Stimme? Wo lebst du denn? Das funktioniert nur, wenn man's einatmet. Bist du sicher? So sicher, wie heute Montag ist. Okay, dann beweis es doch. Ich will mein Helium nicht verschwenden. Ach komm schon, lass dich nicht lange bitten. Da kannst du auf Knien rutschen. Ich inhaliere doch kein Helium, nur dass du dich amüsieren kannst. Doch. Bitte? Bitte. Nein. Bitte. Nein. Bitte, bitte. Nein, nein. Bitte, bitte, bitte. Nein, nein, nein. Ganz lieb, bitte. Ich sag dir nein. Über Ober, bitte. Ernsthaft? Über Ober, super, bitte. Treib's nicht zu weit. Ich brauch den echt. Soll ich dir sagen, was ich brauche? Ich brauch den wirklich ganz dringend. Das ist mir ziemlich schnuppe. Ich brauch den wirklich ganz, ganz dringend. Kenn ich irgendwoher? Es geht um Leben und Tod. Dann nenn ich den Tod. Wenn du mir keinen gibst, rede ich nie wieder mit dir. Na dann, gebongt. Ich werde dein bester Freund. Hab schon einen Hund. Ich werde bis in alle Ewigkeit dein bester Freund sein. Ich hasse Hunde.
Ey, du weißt schon, dass der Spieler nicht aufgibt, bevor du das Zeug endlich nimmst, oder? Tja. Nun ja. Na dann. Ach, was? Ich kann nicht so viel. Yippie-ki-yay, Doofmann. Stark, Alter. Und ich glaube, der Rotznase hat's auch gefallen. Ja, bei dem ist das wohl normal. Ist halt nur so ein Hosenscheißer. Aber bei dir? Ja. Hey, kannst du es nochmal machen? Ich mach das nicht nochmal. Bitte, bitte. Entschuldige, dass ich nochmal störe.